好啊。Mein Bier ist echt von mir. Und wir haben die erste Halbfinale gegen der Damen. Jetzt ist das Duell Deutschland gegen England. Wir haben auf der linken Seite von England Alicia Mee. Sie ist 26 Jahre alt und die Nummer 88 der BSL. Wir haben jetzt den momentan und war schon mal auf Nummer 55 gerankt. War schon in drei Finalen und hat aber auch schon zwei Titel gewonnen. Sie ist hier angekommen in das Spiel nach einem 3-0 gegen Heidi Winter und im Viertelfinale gegen Polly Clark 3-0, genau so gegen Heidi Winter. Die beiden haben noch nicht gegeneinander gespielt bisher.
established the Smash Open 2022, powered by us, the women's first semi-final, Katarina Kvitova of Germany to serve, Alicia Mead of England to receive. Best of five games, love all. Yes, let. Eight, five.
Auf. And out, 6-9. Yes, 9-10, game one.
du mal jetzt rangehen zu laufen. Jawohl. Three, two.
and out, 6, 9. And out, 10-6, game over.
help for all.
lavoro. Thank you.
Zullen jullie ons helpen? Kurze Pause dan. Ja, das ist super Sieg. Finale, Katschi, auf unserem Turnier hier, ins großartige Leistung, super gespielt, mega getroffen. Was sagst du zu dem Spiel selber? Thank you.
So, noch eine kurze Durchsage. Die erste Runde Essen. Draußen ist jetzt gerichtet. Also alle, die Essen inklusive haben, bitte draußen. Jetzt zum Beispiel zum Essen zu gehen. Und wer noch nicht ein Ticket hat fürs Essen, direkt bei der Sandra an der Turnierleitung melden. Dann könnt ihr auch noch beim Essen teilnehmen.
gewonnen jetzt im ersten Halbfinale der Herren. Es ist eine Angelegenheit, wir dürfen gegen England. Wir haben auf der rechten Seite von England Stuart McGregor, 24 Jahre alt und momentan 161 der Weltrangliste. War aber auch schon mal 129 und hat drei Finale gespielt und davon einen Titel gewonnen. Stuart ist ins Halbfinale gekommen nach Siegen über Fabian Liebling in der ersten Runde gegen Andrej Wolicek, 3:1 in der zweiten Runde und im Viertelfinale gegen Robin Neboller aus der Schweiz. And semi-final match, Yasin El-Shafai of Egypt, who are
gut als frei. Zu laut.
Thank you.
6, 5. Thank you.
Thank you.
3-1. Thank you.
They will resume in 60 seconds. Thank you.
let the ball was held in front of you. Position for a player. Any position for a player. The head position is appearance of the simple left. Come, well, well, I see the ball. 9-10, and ball. Thank you.
Und wieder haben wir ein Spiel England gegen Deutschland. Auf der linken Seite Katie Wells, 21 Jahre alt. Momentan 125 der Weltrangliste und war auch schon 119. Und sie ist ins Halbfinale gekommen mit Siegen über die Anastasia Kostekova aus der Ukraine in Runde 1, 3 zu 0. Und im Viertelfinale über Sofia Mateos auf 3 zu 0. Die beiden haben noch nicht gegeneinander gespielt. Thank you.
my hands. La bola. Eight, two.
from Wales. And out, 3-10 game one. Three.
And out, one, two. And now, three all. And out, 6-5.
Jawohl, bleibst du bitte. Yes, ein deutsches Finale. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Großartiges Spiel, alles im Griff gehabt, oder? Du kommst ganz gerne mittlerweile hierher, oder? Naja, letztes Jahr war ja nicht so erfolgreich. Aber dieses Jahr Finale gegen Tachi, wunderbar. Wir freuen uns auf ein riesen Damenfinale morgen. Saskia, vielen Dank, gut gespielt und Tachi morgen im Finale. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit bis zum letzten Halbfinale-Spiel des Tages. Für alle, die noch nicht gegessen haben, der Grill grillt vor sich hin und sieht alles bereit. Bitte geht raus zum Grill und legt euer Essen ein.
Viertelfinale der Herren.
time. Thank you.
Einer vorne. Pass.
be over and then I will stop it. And just here you are just telling me how you're going to appeal. Yeah, that's okay. Okay. So there you go. My love, one hour. Thank you.
I love one of them.
Take two. Thank you.
and a 11 cent a ball. And out, four.
for one. Ja, Akil, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Das war wirklich mega beeindruckend, wie du das durchgezogen hast, hier zu einem fünften Satz da noch. Ich habe das Gefühl, fünfter Satz ist ein Ding, zumindest heute auf jeden Fall, was die Stops angeht und was den Schlusssatz angeht. Ja, ich muss sagen, hinten sieht man große Stärke. Und wenn es mir gelingt, dass ich mein Spiel diszipliniert durchziehe, dann kann ich auch am Ende vom Match auch ein bisschen öfter den Stopp zu spielen und mal einen guten Punkt. Das ist eine gute Stärke von mir. Hast du dich irgendwie vorbereitet auf das Spiel von Vicky? Oder weißt du schon die Musik, die du spielst? Ja, also ich kenne ihn schon recht gut, ich habe schon oft gegen ihn gespielt. Und ja, ich wusste, wir versuchen halt das nächste
großartig, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zum Einzelnen, zum Finale, an all die Theater, was ihr auch gehabt habt, die ganzen Tage. Freut mich sehr, sehr, sehr. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg mit dem Einladen. Applaus.